Ich möchte heute ein wenig über Responsive Web Design sprechen. Ich habe mich da in letzter Zeit ein bisschen damit intensiver auseinandergesetzt und freue mich, der Stefan hat mich eingeladen, hier was zu meinen Ideen und zu meinen Experimenten zu sagen. Und ich muss sagen, ich bin ein großer Fan zum Beispiel von dem Team von Utheme und dem WARP 7 Framework. Da habe ich also großen Respekt davor. Das kann ich natürlich oder kann ich oder mache ich alleine natürlich in dieser Riesendimension nicht. Ich versuche halt mehr oder weniger so meine eigenen Seiten nach und nach immer mehr mit selbstgeschriebenen Templates zu gestalten. Und was ich heute eben erzählen möchte, ist eben, was mir selber wichtig ist am Responsive Web Design oder womit ich mich eben hauptsächlich beschäftige und was auch, wo auch schwierige Aspekte sind, wo man also drüber nachdenken muss und die eigentlich auch nicht immer so leicht zu bewerkstelligen sind. Und die Punkte, die ich ansprechen möchte, ist das einmal, das wurde ja vorhin auch schon ein bisschen angesprochen, diese sogenannte Content-Choreografie, also die Fragestellung, wie gestalte ich die Inhalte, wie ordne ich die Inhalte, zum Beispiel, wenn ich in den unterschiedlichen Ansichten bin, wie schrumpfen die zusammen und was mache ich vielleicht auch, damit zum Beispiel der Content möglichst weit oben ist und dann vielleicht auch manche Module dann eben nicht mehr sichtbar sind. Und der zweite Punkt ist eben auch die Navigation. Da gibt es ja viele Möglichkeiten mittlerweile. Als ich angefangen hatte, gab es eigentlich mehr so die Select-Menü-Version. Aber jetzt gibt es, wie gesagt, sehr schöne, zum Beispiel eben Off-Canvas-Menü-Versionen oder andere Menüversionen, die sehr interessant sind. Und weil ich selber ja tendenziell weniger von der Programmierung komme, sondern von der bildenden Kunst, ist mir also die Ästhetik immer sehr wichtig und auch die Typografie. Und durch die modernen Fonts oder durch die neuen Fonts, die man jetzt laden kann, gibt es da natürlich auch unheimlich schöne Möglichkeiten, die Seite typografisch ansprechend zu gestalten. Der schwierigste Punkt ist dann die Performance oder die Geschwindigkeit. Wie kann ich das machen, dass die Webseite eben im mobilen Zustand oder für mobile Geräte auch etwas schneller zu laden ist. Und das ist auch der schwierigste Punkt. Und da habe ich ehrlich gesagt auch am meisten Fragen und am wenigsten Antworten. Ja, vielleicht zu meiner Person. Ich bin ja letztendlich ein bisschen neu in der Joomla-Gemeinde. Ich bin 61 in München-Pasing geboren. Ich habe in München studiert, an der Akademie der Bildenden Künste, hauptsächlich Bildhauerei bei Eduardo Paolozzi und Heribert Sturm. Da habe ich mal ein Bild daneben hingesetzt. Wir hatten mal gemeinsam einen Eisenschmelzofen gebaut, so als Studenten, und es auch dann in der Tat geschafft, dann Eisen zum Schmelzen zu bringen. Also das soll so ein bisschen zeigen, dass ich also Spaß am Experimentieren habe und dass dieses flüssige oder fließende Layout mir auch immer wieder ganz gut gefallen hat. Und dann bin ich eben Kunstlehrer an der Schule, am Gymnasium, war auch eine Zeit lang mal in Lima, in Peru. Da seht ihr da unten die Straße, in der ich da gelebt habe. Und über den Kunstunterricht bin ich eben auch dann zu Joomla gekommen. Und mit Joomla beschäftige ich mich jetzt eigentlich schon eine Zeit lang, also seit 2009, weil ich eben eine E-Learning-Plattform für den Kunstunterricht aufbauen wollte. Und die gibt es jetzt seit kurzem auch unter kunst-im-unterricht.de. Vorher war die noch eine Unterseite von meiner eigenen Seite. Und da können eben die Schüler letztendlich sowohl Wissensinhalte eben sich anschauen, downloaden und lernen dann für die Vorbereitung für den Unterricht. Aber sie können, oder das war eben auch mein Anliegen, sie können auch selber Inhalte, zum Beispiel Referate oder PowerPoint oder eben beziehungsweise irgendwelche Handouts dann eben auch selber reinstellen, sodass also Teile der Inhalte eben von den Lehrern kommen und Teile der Inhalte von den Schülern. Das bezieht sich hauptsächlich auf die Oberstufe und eben die Kunstgeschichte. Und ab 2011 mache ich eben dieses Responsive Web Design, habe dann auch eigentlich, bevor ich gestartet habe, zwei Bücher gelesen, einmal von Angie Radke und von Alexander Schmidt dann eben und sein Blank Template. Und letztendlich ist dann auch das Blank-Template vom Alexander immer dann so ein Grundgerüst gewesen, womit man dann seine Templates letztendlich dann vom Grundgerüst her aufbaut. Ja, was ist diese Content-Choreografie?
Es wurde ja vorhin schon gesagt, wenn ich eben Webseiten habe, die auf breiten, großen Bildschirmen gut sichtbar sind, dann kann ich die Module und die einzelnen Inhaltsbereiche, die Artikel schön darstellen und schön gestalten. Und wenn ich dann sozusagen runterschrumpfe in den mobilen Bereich, dann muss ich halt letztendlich mir überlegen, ja, was ordne ich dann wo an, sodass es dann eben für den Nutzer oder für den Betrachter auch am geschicktesten ist. Ich kann mir auch überlegen, ob ich Module überhaupt noch zeige, das hatten wir ja vorhin gesehen, oder ob ich zum Beispiel auch Module austausche und natürlich, ob ich die Module hin und her schaufle, also die Positionen ganz neu bestimme. Und das kann man dann auch letztendlich dann machen. Das eine Prinzip, was ich dann angewendet habe, ist eben über CSS diese Push-and-Pull-Systematik einzubauen. Die kann man letztendlich über das Spaltenraster oder die Spaltenraster-CSS machen. Und bei meinen Webseiten habe ich dann eigentlich am Schluss nur noch das Unsemantic-Grid-System von dem Nathan Smith verwendet. Der hatte schon dieses Push-and-Pull-System drin. Bei Bootstrap ist es jetzt seit der Version 3 auch möglich. Oder die Grids sind auch mit diesem Push-and-Pull-System eben ja, versehen. Was hat es auf sich? Ich habe ja meistens eine Hauptspalte, da kommt mein Content rein, also meine Artikel, und dann eben diese Seitenspalte, diese Sidebar. Manchmal hat man auch rechts und links eine. Und wenn ich jetzt die Sidebar rechts habe, dann rutscht die auch ganz brav sozusagen in der mobilen Ansicht unter den Hauptcontent. Da passiert nichts, weil die ist ja auch in der Index.php sozusagen unter der Komponente, eben unter dem Artikelbereich. Und wenn ich jetzt allerdings meine Sidebar auf die andere Seite setzen will, also wenn sie optisch sozusagen auch zuerst erscheint, dann ist es eben so, dass ich aufpassen muss, dass meine Sidebar, wenn ich sie dann unter dem Hauptinhalt haben will, dass sie eben im Code selber, also in der Index.php, eben auch unter der Hauptspalte liegt. Und das kann man dann eben über CSS, über die Breiten, hier seht ihr das eben einmal Width 33 und Width 66, und wenn ich dann Left noch mit negativen Werten versehe, also zum Beispiel minus 66, und so weiter Prozent, dann rutscht eben meine Sidebar, die also notiert eigentlich hinter dem Content steht, rutscht die dann eben auf die rechte Seite, und dann in der mobilen Ansicht rutscht sie dann auch wieder brav auf unter den Content. Das ist also so eine Möglichkeit, über CSS rechts und links zu vertauschen. Das ist also nicht so schlimm. Schwieriger wird es dann, wenn man, das habt ihr ja vorhin auch gesehen, wenn man eben zum Beispiel Top A oder Top B hat, und dann kommt erst der Content, dann kommt erst zum Beispiel jetzt eben hier der Inhalt, eben das Joomla Testing zum Beispiel. Dann würde, wenn ich die Seite zusammenschrumpfe, dieser ganze Top A-Bereich oberhalb des Contents liegen. Und dann ist es halt so, dass ich das vielleicht nicht will, dass ich zuerst den Text haben will, und später kommen vielleicht dann irgendwelche speziellen Module oder irgendwelche Call-to-Action-Module oder andere Werbemodule. Und da gibt es eben die Möglichkeit, das Ganze nicht mehr nur über CSS zu machen, sondern da muss man dann sozusagen die einzelnen Module auf der PHP-Ebene doppelt angeben, aber dann letztendlich verstecken. Und wenn ich es dann nur mit CSS verstecke, dann wird das Modul zwar, ist das Modul zwar nicht sichtbar, aber das CSS macht das Ganze ja auf der Client-Seite, also es ist schon geladen, aber eben nicht sichtbar. Und damit ich das Ganze verhindere, habe ich bei der letzten J&Beyond-Konferenz ein Video gesehen, weil ich selber war nicht da, eben das Video, was der David aufgenommen hat, von dem René Greifeld, der eben diese Mobile Detect PHP von diesem Servan-Gitter eingesetzt hat. Und das fand ich eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich kann also über diese Mobile Detect PHP kann ich eben herausfinden, welcher User Agent mich sozusagen die Seite laden will, ob es dann eben ein Tablet-PC ist oder ob es ein Mobilgerät ist oder ob es eben ein normaler Desktop ist. Und dementsprechend kann ich das in der Variable abspeichern, zum Beispiel jetzt hier in der S-Layout-Variable, und kann dann in meiner Index.php
das Ganze eben dann als Abfrage verwenden. Und wenn ich dann hier zum Beispiel sage, Headrow ist zum Beispiel in Mobile nur, oder Headrow ist nur da, wenn es im Desktop-Modus ist, oder Headrow ist nur da, wenn es eben im mobilen Modus ist, so kann ich die Module letztendlich visuell hin und her schaufeln, habe sie zweimal angegeben, aber sie werden eigentlich nur einmal geladen. Das ist also letztendlich so ein bisschen ein Vorteil. Es ist manchmal sogar auch notwendig, nicht nur was das Laden anbelangt, die Ladezeit, sondern es gibt ja auch Module, die greifen auf JavaScript zurück. Und dann ist es so, wenn dann zum Beispiel das JavaScript die gleiche ID zum Beispiel haben will und die gleiche ID wird doppelt geladen in der Index-PHP, dann kann es sein, dass das JavaScript dann auch nicht mehr so richtig funktioniert. Also deswegen eben die Module zu verstecken, schon vorher, bevor sie überhaupt vom Client runtergeladen werden. Das Gleiche kann man natürlich auch machen mit großen Modulen, wie zum Beispiel so einer Slideshow, die halt auf dem Desktop schnell funktioniert, aber dann letztendlich auf dem kleinen iPhone oder Smartphone dann eben sehr lange Ladezeiten braucht, weil die Bilder ja auch sehr groß sind oder weil viele Bilder dabei sind. Dann kann man sich halt überlegen, ob man diese Slideshow komplett versteckt über diese Layout-Variable oder ob man zum Beispiel eine extra kleine Slideshow bastelt, eben nur für mobile Geräte und dann eben die Module sozusagen austauscht miteinander. Das ist also auch eine Sache, um den Content hin und her zu schaufeln. Und das Dritte ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist eigentlich das Schönere, Zukunftsmusik, weil noch nicht alle Browser das gut unterstützen oder ordentlich unterstützen, das ist dieses Flexbox-Modell. Dieses Flexbox-Modell bietet mir noch mehr Möglichkeiten, die einzelnen Elemente sozusagen von meiner Seite zu gestalten, auch deren Reihenfolge zu gestalten, deren Breiten zu gestalten, in Kombination mit Media Queries und dann dementsprechend auch meine kann man trotzdem öffnen, dann dementsprechend auch die Module hin und her schaufeln zu lassen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so eine Seite lade, da hätte ich dann eben einen Header, da oben habe ich das Menü und dann habe ich hier verschiedene, in der Breite sozusagen verschiedene Seitenelemente und dann nochmal unterliegende Modelle, dann kann ich die hin und her schieben eben, dann kann ich eben sagen, je schmäler es wird, desto mehr verschieben die einzelnen Elemente sich selber untereinander. Und dann hat man dann hier eben auch so diesen Effekt, dass man dann auch die Anordnung wieder ändern kann. Da habe ich jetzt hier mal so eine Navigation mit eingebaut, die von oben nach unten geht. Die ist von dem William Salminen. Das ist eine kleine JavaScript-Navigation. Und das ist also eine Möglichkeit, die einzelnen Elemente schön miteinander zu kombinieren und auch in ganz neue Hin- und Her-Schiebereien zu veranstalten. Warte mal, den machen wir mal weg da wieder. Und das Ganze funktioniert eben über dieses Flexbox-Modell. Also nicht mehr das Borderbox-Modell, welches man ja momentan hauptsächlich verwendet, sondern eben das Flexbox-Modell. Allerdings ein bisschen schwierig, weil Flexbox und Borderbox, wenn man die kombiniert, wie hier zum Beispiel bei der Navigation, dann beißen die sich ein bisschen. Was ich machen kann, ist über diesen WebKit-Order zum Beispiel oder über diese Ordnungszahl, ich kann die Reihenfolge meiner einzelnen Inhaltselemente eben schön hin und her schieben, nicht nur die Breite, sondern eben auch die Reihenfolge und kann dann eben sagen, Sidebar 1 soll bei dieser Breite eben weiter vorne sein und bei dieser Breite weiter hinten. Das ist aber, wie gesagt, im Chrome ist es gut anzuschauen, aber in anderen Browsern ist es nicht so schön anzuschauen. Ja, und der nächste Punkt, der ja auch vorhin schon gezeigt wurde, ist sozusagen die Navigation. Und die Navigation, da hat mir auch sehr gut eben diese Off-Canvas-Navigation gefallen, die von der Seite reinkommt. Und da bin ich fündig geworden und habe bei Honkyard.com von diesem Jake Rochelot diese Off-Canvas-Navigation sozusagen
versucht, in Joomla einzubauen und es geht auch wirklich sehr gut. Das ist ein jQuery-JavaScriptchen und man kann dann eben, man hat auf der einen Seite eben diese obere Menüleiste, ähnlich wie wir das vorhin gesehen haben. Und dann, wenn ich mich sozusagen im mobilen Bereich bewege, dann habe ich oben eben diesen Toggler-Button und kann dann da draufklicken und dann öffnet sich diese Off-Canvas-Navigation. Wie funktioniert es? Ja, technisch gesehen, sowas kann man zum Beispiel wirklich sehr gut auch in so eine selbstgebaute Index.php mit einbauen. Das Einzige, was ich eigentlich brauche, ist einen zusätzlichen äußeren Rahmen, also so eine äußere Div als Wrapper, als neuen Hauptrahmen. Und dann habe ich in diesem Hauptrahmen meinen ersten Hauptrahmen und darin ist dann auch der ganze Content, wird darin platziert. Und ich platziere gleichzeitig auch eben diese Navigation, die ihr hier oben seht. Da kann ich also mein Navigationsmodul hineinladen und ich muss auch den Toggler, also den Button, um eben dann hin und her zu switchen, den kann ich da auch mit reinsetzen. Und die zweite Navigation, das ist ein bisschen der Vorteil vielleicht auch oder auch der Nachteil von dieser Technik ist, die zweite Navigation liegt also seitlich daneben und auch hier lade ich sozusagen meine Module rein, also mein Navigationsmodul. Und wenn ich das Ganze dann, also wenn ich dann im mobilen Bereich bin, das ist also die eine Ansicht, dann verkleinert sich oder verschmälert sich der Bildschirm. Die erste Navigation wird sozusagen versteckt und der Button erscheint im oberen Bereich. Da kann ich auch noch andere Dinge, wenn ich will, mit hineingeben. Und auf der anderen Seite liegt noch seitlich versetzt die Off-Canvas-Navigation. Und wenn ich dann auf den Switcher, auf den Toggler sozusagen drücke, auf den kleinen Button, dann schiebt sich sozusagen der Wrapper nach drüben, beziehungsweise optisch erscheint dann meine Navigation bis zu einem gewissen Punkt. Und dann kann ich eben in dieser Navigation dann meine einzelnen Punkte andrücken. Ich kann auch, wenn ich will, zum Beispiel, weil es vorhin auch genannt wurde, auch das, damit ich also die Impressumsgeschichten zum Beispiel auch auf alle Fälle gleich dann oben sichtbar habe, kann ich zum Beispiel nochmal extra Module mit hineinnehmen, wie zum Beispiel für Impressum oder Datenschutz, damit ich da nicht so weit runterscrollen muss, sondern damit es wirklich auch dann gleich oben ist. Ausschauen tut das Ganze dann geschrieben so, dass ich die Navigation auch wieder über die S-Layout-Variable steuern kann. Das heißt also, dass ich eben schaue, was mache ich wann sichtbar oder was mache ich wann unsichtbar, sodass meine Navigation nicht, mein Navigationsmodul von Joomla nicht doppelt geladen wird. Ich kann auch die Buttons natürlich damit verstecken oder anzeigen, je nachdem, wobei die natürlich jetzt nicht so viel ausmachen, aber ich kann es letztendlich eben auch machen. Dann habe ich eben diese zwei Navigationen und in diese zwei Navigations-Diffs oder Module, Rahmen für die Module, kann ich ja auch dann letztendlich nicht nur eben eine Navigation reinsetzen, sondern zum Beispiel verschiedene, wie ich das vorhin gesagt habe. So schaut es dann letztendlich aus, wenn ich die Index.php so in dieser Art mache. Die zweite Version, die habe ich dann auf meiner eigenen Seite eingesetzt. Die hat mir noch ein Ticken besser gefallen. Das ist die von David Burchell, die habe ich vom Smashing Magazine sozusagen die Anregung oder die Idee. Die ist noch ein Ticken eleganter, weil ich nämlich letztendlich nur noch einmal alles laden muss. Also ich muss nur meine eine Navigation laden. Und die erscheint dann, wie zum Beispiel hier oben eben, oberhalb von diesem Ad-Hoc-Graphics, eben als ganz normales Menü mit zum Beispiel dem Suchmodul. Und gleichzeitig ist dann das JavaScript so gebaut, dass ich dann im Smartphone oder im iPhone habe ich dann eben diese Ansicht und ich habe so einen großen, breiten Button jetzt mal gemacht, eben für Navigation und Suche, wo ich dann draufklicke und dann erscheint eben auch dann Navigation und Suche. Also da muss ich die Module wirklich nur einmal laden und muss also nicht hin und her schieben. So würde das dann aussehen, wenn ich dann aufmache, dass eben jetzt zum Beispiel alles, was in dem oberen Header-Bereich ist, der ja jetzt zeitlich gedrückt wurde, also seitlich verschoben wurde und ursprünglich oben war, dass eben auch all diese Elemente dann in meiner Off-Canvas-Navi erscheinen
zum Beispiel Suchfunktion. Man könnte sich auch vorstellen, einen Warenkorb da reinzugeben oder Anmeldefunktion oder andere Funktionen, sodass ich diese Menüpunkte immer auch dann gleich zur Verfügung habe. Und der Wrapper, den ich hier habe, der schiebt sich dann eben auch wieder nach rechts und nach links. Was vielleicht auch ganz interessant ist, dass dieser der Effekt, den David Buchel verwendet für das Hin- und Her-Switchen, also dass das so schön hin und her läuft, dass das reines CSS ist und kein JavaScript. Modernizer wird mit einbezogen und die Buttons, wie gesagt, also die Toggler-Buttons, die haben auch immer eine eigene ID, damit das Ganze dann letztendlich auch hin und her switcht, damit der Wrapper hin und her geschoben wird. Und so schaut das Ganze dann eben aus in der Index.php. Ich kann auch die S-Layout-Variable noch mit einbeziehen, wenn ich die Buttons verstecken will, aber ich brauche letztendlich meine Module nur noch einmal laden. Das alles ist sozusagen der Header, es spielt sich alles im Header ab. Da kann natürlich noch mehr rein, da kann natürlich auch das Logo rein und sonstige Geschichten. Und was man dann machen könnte, wäre, wenn man kein JavaScript zur Verfügung hat, weil ja alle Menüs letztendlich, die ich gezeigt habe, brauchen JavaScript, dass man dann eben sich so eine kleine NoScript-Navi baut oder das Ganze sowieso als einfache mobile Navigation verwendet, zum Beispiel wenn man nur 3, 4 oder 5 Menüpunkte hat und das wäre einfach dann mit so einem Anker auf ein Menü, welches dann im unteren Seitenbereich dann letztendlich irgendwie halt so als Streifen oder als Buttons gestaltet. Und man kann es zusätzlich eben als NoScript-Hilfe mit einbauen, sodass man eben, wenn man kein JavaScript zur Verfügung hat, dass man das dann auch verwenden kann. Andere Navigationsgeschichten habe ich mir auch angeschaut, die finde ich auch sehr interessant, möchte ich noch zeigen, einfach von William Salminen, diese Responsive Nav Geschichte ist auch sehr schön, klappt eben von oben nach unten, ist reines JavaScript, braucht in dem Fall jetzt kein jQuery. Was interessant ist, ist von Jason Weaver auch eine ganz gute Anregung, er bezieht sich in seinem Menü auch auf den Aspekt, dass man ja bei Touchscreens eigentlich drückt, also man hat diesen Touch-Event und beim Desktop hat man ja letztendlich nur diesen Mouse-Hover-Effekt oder Mouse-Hover-Event und keinen Touch-Event und den hat er eben per JavaScript auch für die Desktop-Navigation nachgerüstet. Das habe ich bei mir noch nicht gemacht, das müsste man eigentlich nachrüsten, weil sobald man zum Beispiel auf einem neueren iPad auf das Menü drückt, damit sich ein Untermenü öffnet, dann öffnet sich der Menüpunkt, aber nicht das Untermenü. Also weil man eben nicht diesen Hover-Effekt hat, wie bei einem normalen Dropdown-Menü. Ja, und jetzt bin ich schon bei der Ästhetik. Ich wollte noch sagen, das ist nämlich auch was Ästhetisches. Und als letztes Beispiel gefallen mir auch sehr gut die Menü-Experimente von der Manuela Illic. Die sind auch sehr schön gestaltet. Und da gibt es übrigens auch Off-Canvas-Menüs, die so einen Back-Button haben, um mehrere Ebenen hintereinander verschachtelt aufzumachen. Und dann wäre ich jetzt nämlich schon bei der Ästhetik oder bei der Typografie. Die Responsive-Webseiten oder die große Chance von Responsive-Webseiten sind für meinen Begriff auch, dass die Seiten wieder sozusagen Vollbildschirm sein können. Also eben nicht mehr in einen oder fest vordefinierten Rahmen sind, wie zum Beispiel dieses 960-Pixel-Raster, was man ja oft verwendet hat, oder sogar noch schmäler, sondern dass diese Seiten jetzt flexibel sind und sich ja auch an große Monitore anpassen können. Und je nachdem, je größer der Monitor ist und je schöner die Bilder, ergibt sich ja letztendlich auch so eine Art Kino-Effekt. Zum Beispiel die Seite von dem Rijksmuseum in Amsterdam ist komplett responsive und ist sowohl wunderschön auf großen Monitoren und funktioniert genauso gut auf kleinen Monitoren. Sind natürlich die Bilder kleiner. Und zum der Ästhetik gehört eben auch die Typografie. Also dass die Schrift wirklich schön eingesetzt wird, dass nicht nur, dass die Schrift auch als Gestaltungsmittel eingesetzt wird. Und Schrift und Farbe sind ja auch eigentlich die wesentlichen Aspekte
wenn man zum Beispiel an Corporate Identity denkt. Plus natürlich das Logo, aber die Schrift spielt da ja auch, die Type, eine wichtige Rolle. Und oft ist es halt so, wenn ich mir Seiten anschaue, die unheimlich schön aussehen, dann schaue ich mir auch die Schrift an und dann sehe ich halt dann auch gleich, aha, das ist eben nicht so eine Standardschrift, sondern das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Schrift. Von einem auch guten Designer natürlich gemacht. Und der Punkt, der mit dem Skalieren zusammenhängt, ist halt, dass letztendlich ich auch die Schrift und die Abstände und die Schriftgrößen im Responsive Design skalieren kann. Das heißt, je größer der Bildschirm wird, desto größer können auch die Schriften insgesamt werden. Oder je kleiner der Bildschirm wird, muss ich natürlich auch sagen, ich muss mir eine Minimalschriftgröße natürlich vornehmen, damit die Schrift nicht insgesamt zu klein wird. Und wichtig ist für mich, ist eben, dass man die Schrift nicht mehr mit Pixeln definiert, sondern eben mit Prozent und EM-Werten, damit man letztendlich die Schrift auch dynamisch hält. Und dass man eben dann die Font Size auf den Body bezieht und da den Prozentualwert angibt, also von dem Body oder Body Copy, dass dann letztendlich auch der Benutzer noch seine Schrift auch dann im Browser selber vergrößern oder verkleinern kann, wenn er will. Und wenn ich das eben prozentual angebe, auch die Linienhöhe, dann ist es eben auch so, dass dann die Linienhöhe, also die Laufweite und die Zeilenhöhe, meine ich, der Schrift dann eben prozentual auch gleich. Dasselbe gilt natürlich dann auch für die Überschriften, sodass man halt dann letztendlich die Überschriften auch dementsprechend skaliert, verkleinert oder vergrößert, aber die Proportionen dann gleich bleiben. Und ein Tool, welches mir da ein bisschen geholfen hat oder mit dem man ganz schön rumspielen kann, ist dieses typografische Tonleiter-Tool von dem Ian Lamp, der so eine kleine Skalierungssoftware gebaut hat, mit dem ich dann eben meine H1 bis H6 Werte sozusagen oder die Größen meiner Überschriften und Unterüberschriften dann harmonisch aufeinander abstimmen kann. Und so die klassische typografische Tonleiter ist ja immer so eine Skalierung, die sozusagen so langsam stetig nach oben läuft und vielleicht sogar einen kleinen Bogen nach oben hat, aber eben nicht so hubbelig oder hackig eben rauf und runter läuft. Eine weitere Proportionsmöglich oder ein weiteres Proportionsschema, mit dem man die Schriften schön skalieren kann, wäre dann das Modulor-System von Le Corbusier, ganz bekannter Architekt, ist der Moderne des 20. Jahrhunderts, der eben jetzt für die Architektur sich vorgenommen hat, ein Proportionssystem zu entwickeln, ausgehend vom Menschen, und dann dieses übertragen hat sozusagen auf die Architektur, damit der Mensch sich sozusagen in den Räumen auch proportional wiederfindet und wohlfühlt. Und genau dasselbe Proportionsschema oder diesen Teilungswert sozusagen kann man eben dann auch bei Schriften anwenden. Und dann wird die Kurve steiler und die Schriften werden schneller größer. Das kann man dann eben zum Beispiel auch bei Seiten einsetzen, wo dann die Überschriften sogar sehr dünn sind. Das letzte wäre dann noch ein Problem, da gibt es auch JavaScript-Tools, aber in dem Fall habe ich mir gedacht, man könnte die Überschriften für Mobile-Devices könnte man auch insgesamt ein bisschen kleiner machen, sozusagen die Skalierung, sodass dann die großen Überschriften dann auch im Browser nicht ständig sozusagen auf die zweite Zeile hüpfen, sondern dass das dann auch mehr oder weniger trotzdem noch harmonisch, aber schön in einer und derselben Zeile bleibt. Das könnte man dann eben über so ein Media Query dann eben machen, dass man dann die Schrift nur noch bis maximal 2 EM vergrößert und nicht mehr bis 3 EM oder 3,4 zum Beispiel. Ein weiterer Punkt ist, der mir oft aufgefallen ist und jetzt gerade bei neueren Seiten auch immer wieder oder positiv auffällt, ist, dass man den Absatz, also den Paragraph, dass man den nicht nur durch einen größeren Abstand sozusagen voneinander absetzt, sondern dass man eben sowas macht, was man im Printbereich ja auch macht, dass man eben den Absatz durch einen Erstzeileneinzug absetzt voneinander
also auf der rechten Seite seht ihr eben mit einem kleinen Abstand, und auf der linken Seite oben seht ihr den Absatz mit einem Erstzeileneinzug. Das macht zwar dann in der CSS ein bisschen mehr Arbeit, aber letztendlich schaut dann, wenn man größere Textmengen hat und wenn man auch viel mit Text arbeitet, schaut es ein bisschen ja, schicker letztendlich. Bildüberschriften kann man natürlich, oder Bildunterschriften muss man dann natürlich auch wieder dann mit einbeziehen. Oder zum Beispiel auch die, solche Sachen wie Autor zum Beispiel, wenn man den Autor nochmal extra auszeichnen will. Das sieht man bei den Bildern. Unterhalb der Bilder ist einmal eine automatisch generierte Bildunterschrift, das wäre Image Caption, und darunter ist sozusagen eine als Zusatzklasse für den Paragraphen eben die Bildlegende-Klasse. Ein anderer Punkt ist, dass man natürlich auch die Schrift im Browser vom Template angeboten sozusagen selber vergrößern kann, also Small, Default, Large und so weiter. Und weil dann ist mir der Gedanke gekommen, dass man ja letztendlich auch für spezielle Anforderungen auch dann eben nicht nur die Größe umschalten kann, sondern auch die CSS. Und dass man dann eben zum Beispiel auch Fonts anbietet, die für spezielle Wahrnehmungsprobleme oder Sehschwächen geeignet sind. Das wäre jetzt ein Font, der nennt sich, der bezieht sich auf die Dyslexie, wenn man also Schriften oder Buchstabenformen eben, wenn man an Dyslexie erkrankt ist, nicht so gut unterscheiden kann, dann kann man zum Beispiel so eine Schrift mit einbauen. Oder vor kurzem habe ich gelesen, dass die Ann Bessermans aus Holland hat eine Schrift entwickelt, Mathilda, speziell eben für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche, die gerade lesen lernen und eben mit den Augen Probleme haben, die ist besonders kräftig ausgestaltet. Dann könnte man, wenn man solche Anforderungen hat, dann eben solche Schriften auch laden. Und vorhin wurde auch schon angesprochen, es gibt ja viele schöne, ästhetisch schöne Schriften, die man über Google Font, Webfonts eben laden kann. Und da habe ich jetzt mal zwei Beispiele hier reingenommen. Der obere Bereich ist die Lato, das finde ich eine sehr schöne Schrift. Der untere Bereich ist die Bitter als Überschrift und dann als Textschrift die Petesan. Und ich weiß nicht, wer findet denn, oder welche Schrift findet ihr einen Ticken eleganter sozusagen, wenn ihr euch jetzt die Schriften anschaut, so spontane Meinung? Die obere, die Lato ist ein Ticken eleganter, die untere, die Petesan, ist ein bisschen kräftiger, kontrastreicher, auch noch nicht ganz so grobschlächtig wie die Areal, würde ich jetzt sagen, aber da gibt es eben auch schöne Unterschiede und es gibt wirklich viele, viele sehr gute Schriften zurzeit im Web, die man sich laden kann. Das ist jetzt zum Beispiel meine Liste von Schriften, die mir sehr gut gefallen. Auf die oberen drei wollte ich noch hinweisen, Alegria, Andada und Bitter. Die sind alle drei von einer argentinischen Schriftenschmiede, die heißt La Huerta Tipografica, also der typografische Garten sozusagen. Die sind sehr schön, also gerade zum Beispiel die Andada, wenn man mehr mit Serifen oder Slab-Serifen auch arbeiten will, oder auch die untere Schrift von einem deutschen Schriftenmacher, dem Friedrich Althausen aus Potsdam. Der hat diese Vollkorn gemacht. Also wenn man mit Serifenschriften arbeiten will, die sind eigentlich auch schön und kräftig und gut zu lesen. Was meinst du? Ja. Ja. Für Tabellen ist es nicht so gut. Es kann natürlich jetzt sein, ich habe das in InDesign gelayoutet, dass er da die OpenType-Version genommen hat. Das hat er an manchen Stellen auch schon gemacht. Das sind jetzt keine Original-Screenshots. Müsste ich mal ausprobieren. Aber da hast du recht. Man muss auch immer ein bisschen aufpassen. Auf der einen Seite elegant und schick, auch im Text natürlich, und auf der anderen Seite, wie schaut es dann am Bildschirm aus? Manchmal ist am Bildschirm dann eine Schrift, die ein bisschen gröber ist,
sogar leichter zu lesen als eine ganz feine und elegante Schrift. Ja, und der letzte Punkt ist auch der schnellste Punkt, wie man an dem Foto sieht, die Performance. Da bin ich also noch am meisten am Kämpfen, muss ich ganz ehrlich sagen. Was ich halt jetzt für mich so herausgefunden habe, ist, dass ich letztendlich auch diesen Trick mit dieser S-Layout-Variable mache und dann eben sowohl für Desktop als auch für mobile Geräte dann unterschiedliche JavaScript-Dateien lade. Da kombiniere ich sozusagen jetzt diese Mobile Detect PHP mit der Idee von dem Alexander Schmitz und seinem Blank-Template, dass man eben alle JavaScripts in eine Template-JavaScript PHP zusammenfasst, die dann von der PHP komprimiert sozusagen geladen wird. Das ist eine Idee, die ich habe und die bringt ein bisschen was, aber auch nicht jetzt so viel, weil es hängt ja immer davon ab, auch was geladen wird, also die Desktop, wie habe ich sie genannt, Desktop-JS-PHP und die Mobile-JS-PHP unterscheiden sich nur gering, weil da steckt auch MooTools drinnen und das macht den dicksten Batzen eigentlich von allen JavaScripts aus, jetzt für in dem Bereich jetzt, was die Performance anbelangt. Und der zweite oder letzte Punkt dann bezogen auf die Performance ist eben, dass die dass es halt schwierig ist, wie kann ich letztendlich unterschiedliche Bildgrößen oder unterschiedliche Bilddateien automatisch schon auf Serverebene generieren und dann je nachdem, welcher User Agent das Bild oder die Slideshow oder die Seite anfragt, dann eben hochladen. Da habe ich mal diese zwei Varianten ausprobiert, irgendwie einzubauen oder zum Laufen zu bringen, aber wie ihr seht, das hat noch nicht so ganz geklappt. Aber ich denke mal, das wäre eine ganz wichtige Sache für Joomla und Joomla Responsive insgesamt, dass eben Bilder wirklich dann entsprechend von Joomla her gesehen eben dann entsprechend der Auflösung hochgeschickt werden. Ja, und letztendlich habe ich noch einige Credits sozusagen. Ich kenne schon einige aus der Joomla-Gemeinde, weil ich halt jetzt schon ab und zu mal in Nürnberg war, auf der Joomla Nürnberg. Da kenne ich schon einige jetzt und habe nette Gespräche gemacht und die haben mir Tipps und Tricks eben verraten und gegeben. Von anderen habe ich sie so bekommen, übers Internet oder übers E-Mail. Habe ich nette Anregungen erhalten und natürlich auch über den Code und den Artikel oder die Artikel und den Code, die eben zu diesen speziellen Elementen eben in den verschiedenen Internetplattformen stehen und vieles mehr. Und diese Anregungen, die ich dann bekomme, nütze ich dann nicht nur, um Webseiten zu gestalten, sondern zum Beispiel auch Grafiken zu gestalten. Das wäre so eine kleine künstlerische Arbeit. Das ist übrigens das Off-Canvas-JavaScript von David Bushell eingebaut, aber ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen. Ja, das wäre so mein Vortrag und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr ja Fragen oder Ideen oder kritische Anmerkungen zu den Dingen, die ich halt jetzt so vorgestellt habe. Ja? Nein, das barrierefrei und responsive harmoniert. Weil die Kriterien, es liegt ja letztendlich an einem selber, ob man auf die Kriterien achtet oder nicht. Ich sehe da jetzt für mich eigentlich keinen Nachteil, ganz im Gegenteil. Also ich sehe eher einen Vorteil. Je größer der Monitor, desto größer kann letztendlich auch das Bild werden. Deswegen finde ich ja gerade auch so dieses, dass man auch wieder ein bisschen zurückkommen könnte zu dem Kinoformat, finde ich eben schön, dass man nicht in diesem engen Spaltenraster drinnen bleibt. Und dass man eben auch aufpasst, dass letztendlich ja, der Code muss sauber sein. Egal ob responsive oder nicht. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, oder hat noch jemand eine kritische Anmerkung vielleicht? Ja, ich denke mal, das wird ja eh dann gemacht damit man so die Anregungen hat. Und die E-Mail, oder nicht E-Mail, sondern die Internetseiten, wo ich die Sachen, so die Ideen hergezogen habe oder wie man das Ganze so macht. Gerne, natürlich. Okay, danke.